Willkommen, liebe Leute, bei einem weiteren Trophy Guide hier bei Goat Simulator, diesmal Goat City Bay, die ganzen Collectibles. Ihr startet ja direkt hier auf der Map, dann müsst ihr hier nach rechts rüber zu diesem Haus mit dem kleinen Pool hier dran. Und sobald ihr hier seid, könnt ihr hier reinschlappen und das aus der Collectible safen. Dann, sobald ihr das eingesammelt habt, geht ihr wieder raus aus der tollen Hütte her zu dieser Garage. Hier einmal geradeaus rüber zu diesem Haus hier. Und dann schlussendlich auf der rechten Seite hier. Hier ist das zweite Collectible. Dann direkt hier nach geht ihr wieder hier raus und hüpft hier runter zu dieser offenen Garage da hinten. Könnt natürlich alternativ auch gleich hier rein. Machen wir jetzt auch. Andernfalls über die Garage kommt ihr hier raus. Müsst ihr hier nach oben gehen. Und hier rein. Hier in dieses Zimmer. Da ist dann das nächste. Dann, sobald ihr das habt, könnt ihr hier durch das Fenster durchgehen. Damit ihr hier rauskommt, müsst ihr diese Gebäude hier rüber. Und direkt hier seht ihr gleich einen Balkon mit einem gelben, mit einer gelben Jalousie. Da müsst ihr hin. Und zwar nicht ganz da oben, sondern hier rein. Wenn es gehen würde. Da. Hier unten ist das nächste. Ne, also nicht da oben, sondern hier unten. Sorry, das habe ich jetzt gerade verwechselt. Da ist in eurem Fall die Nummer 4. Dann, nachdem ihr das eingesammelt habt, hüpft ihr wieder hier hoch, damit ihr schlussendlich ganz hier hochkommt. So, da hinten hin. Hier einmal komplett entlanglaufen, bis ihr wieder zu diesem Friedhof rankommt. Also das heißt hier rein, hier runter. Und hier geradeaus zu, Richtung diesem Baum hier, direkt hier an dem Kreuz, ist das nächste. Die Nummer 5. Dann direkt hier nach dreht ihr euch wieder um. Jetzt gehen wir nämlich zu einem, das ich schon habe, deswegen hier ja nicht wundern wegen, was bei mir gerade andere Werte angezeigt werden wie bei euch. Hier komplett links rüber wieder, Richtung dieses Katapult, wer den anderen Guide schon gesehen hat mit den Trophäen, der weiß, dass ich das hier schon eingesammelt habe. Aber das zeige ich euch gerade nochmal. Hier hoch wieder zu dieser Hauptstraße, alternativ könnt ihr auch mit Options respawnen. Das machen würdet ihr hier spawnen. Na, dann ein bisschen umdrehen, hier den Weg hoch. Und direkt hier in dem Katapult drin ist das nächste Collectible, in eurem Fall die Nummer 6. Dann weiter geht's zur Nummer 7, dann geht ihr jetzt einfach mit dem Katapult hier runter. Am besten nicht ins Wasser, alternativ, wenn ihr ins Wasser fallen solltet, macht es nichts, dann schaut ihr einfach hier rein ins Wasser. Drückt X, dass ihr mittels dieser Ragdoll hier rausfliegt, und da vorne seht ihr schon, na, da wäre dann das nächste. Und dann, schlussendlich, wie ihr oben seid, sammelt direkt das hier ein. Dann die Nummer 8 ist direkt, wenn ihr das eingesammelt habt, hier gegenüber an diesem Steglein hier. Direkt hier ist die Nummer 8. Dann das nächste, jumpt ihr einfach hier hoch, dass ihr genau hier seid. Zwischen den beiden Gebäuden hier, lauft ihr entlang, diesen Pfeil halbwegs entlang. Hier rüber, hier hochjumpen und direkt hier auf den Teppich ist das nächste. Dann, sobald ihr das habt, geht wieder geradeaus drüber. Hier an dem Haus entlang. Hier seht ihr ja hier einen Ventilator. Da drauf jumpen. Und sobald ihr dann hier oben seid, seht ihr direkt hier bei den Gasflaschen das nächste Collectible. Direkt sobald ihr dann das hier habt, seht ihr hier drüben die ganzen Leinwände. Da müsst ihr hier einmal rüber jumpen zu diesem kleinen Balkon hier. Da auf dem Tisch hier liegt die nächste Statue. Danach, wenn ihr das hier habt, dreht euch so ein bisschen um und geht zu dieser Holztafel hier vorne oder zu diesem Werbeplakat hier. Nämlich genau dann hier rechts oben auf dieser kleinen Bearbeitungsfläche hier ist das nächste Collectible, die Nummer 12 für euch. Dann die 13 ist direkt eigentlich drunter, das heißt, wenn ihr hier runter geht, seht ihr ja hier dieses Schaufenster, und direkt hier in dem Schaufenster ist das nächste Collectible drin, die nächste Statue, die Nummer 13. Dann, nachdem ihr das hier habt, dreht ihr euch um und geht hier in das Hotel diesmal rein, also in den Wolkenkratzer. Und hier hinten auf dem Tisch hier ist das nächste. Dann, wenn ihr das eingesammelt habt, geht hier wieder rüber, hier zu diesem Aufzug. Mit dem hier einmal da oben, kommt ihr direkt hier oben raus. Und dann müsst ihr hier einmal hochjumpen hier zu diesem Sendemasten oder was auch immer das darstellen soll.
Und hier ist das nächste Collectible. Dann, sobald ihr das hier habt, jumpt ihr hier runter zu diesem Terrassending hier mit dem Pool. Und da seht ihr es auch schon geradeaus zu, ist das nächste. Dann direkt hier nach geht ihr nochmal weiter nach unten, nämlich ganz nach unten hier, dass ihr hier da zu dieser Bar hier kommt. Geht hier rein und da vorne bei diesem runden Loch hier ist das nächste. Dann, sobald ihr das habt, geht ihr hier wieder raus aus der Bar Richtung wieder diese Kanalisation. Gibt dann in dem Fall da zwei Trophäen, die ihr holen könnt. Aber dazu ja in der Videobeschreibung hier der Link zur Playlist drin mit den ganzen Erfolgen hier. Das heißt, ihr müsst dann hier rüber zu der Kanalisation. Drehstaste ein bisschen gedrückt halten, mittels Engelsziege drin, damit ihr hier locker reinkommt, die ihr die natürlich einstellen könnt über die Options-Taste. Hier Mutatoren. Na, das braucht ihr nicht, aber die beiden hier, Engelsziege, Doppelsprung, ist natürlich sehr von Vorteil. Dann einfach auf Viereck mutieren gehen und dann hat man die auch dementsprechend drin. Dann geht ihr hier weiter zu diesen Mannequins hier. Und direkt hier hinten ist das nächste Collectible. Dann, sobald ihr das hier eingesammelt habt, geht ihr hier wieder raus aus der Kanalisation. Einmal hier rüber. Und sobald ihr da seid, die Brücke wieder hier entlang. Lasst euch am besten noch überfahren. Und dann hier zu dem Cabrito Park. Hier oben drauf ist das nächste Collectible. Dann, sobald ihr das habt, geht ihr nochmal ein Stückchen weiter hier zu diesem Fahrgeschäft hier. Und hier müsst ihr ganz da nach oben kommen. Hier mittig am besten drauf. Weil genau hier spawnt dann jedes Mal das Collectible, das Einsammeln fertig ist. Dann direkt hier nach jumpt ihr wieder hier runter Richtung diesen Steg hier mit dem Boot daneben. Direkt hier auf dem Boot ist das nächste Collectible. Danach geht ihr hier wieder hoch zu dem Steg, lauft hier entlang, jumpt hier rüber zu dem anderen Steg hier unter der Achterbahn, dann hier oben auf dem Felsen ist das nächste. Dann wiederum, wenn ihr das hier eingesammelt habt, wieder zurück Richtung Achterbahn, da nach oben, und das ist ja auch eins, was ich schon eingesammelt habe, deswegen ist mein Zähler auch noch eins höher. Hier in diesen Aufzug rein zu der Achterbahn, kurz warten, bis das Ding nach oben fährt. Dann oben angekommen, geht ihr raus, hier nach links, und genau hier ist das nächste Collectible, habe ich in meinem Fall schon, deswegen war ich eins voraus. Dann, wenn ihr das ja auch noch eingesammelt habt, geht ihr wieder runter von der Achterbahn, am besten auch gleich hier Richtung dieses grüne Haus. Zur Not auch wieder mit der Dreiecktaste gedrückt halten, dass ihr gleich direkt rüberkommt. Dann habt ihr hier so einen kleinen umzäunten Bereich, da reinjumpen. Und direkt hier ist das nächste. Die Nummer 24. Danach direkt so ein bisschen nach rechts gehen zu diesem parkenden Auto hier. Da dran vorbeilaufen zu dieser Bucht hier oder Einbuchtung, wie auch immer, ist hier das nächste Collectible Richtung dieser, diesem Tunnel. Dann direkt hier nach dreht ihr euch um und lauft hier diesen Berg hier hoch. Am besten dann auch hier so lang bei den Bäumen hier. Hier doppelt hochjumpen, hier hoch, dass ihr hier zu diesem Felsen hier hochkommt, und dann seht ihr es auch da hinten schon, da ist das nächste Collectible, das heißt, ein bisschen Anlauf nehmen, doppelt jumpen bzw. einfach und dann einfach mit der Dreieckstaste gedrückt halten, na, da so langsam anvisieren, hier rüber jumpen, fertig ist. Dann die Nummer 27 ist komplett hier hinten, das heißt, ihr nehmt hier wieder Anlauf, jumpt hier rüber, drückt die Dreieckstaste, damit ihr rüberfliegt. Wie gesagt, Engelsziegenmutator ist das Ganze. Fliegt ihr rüber mit gedrückter Dreiecktaste zu diesem Gebäude hier. Und direkt hier ist die Nummer 27. Dann direkt hier nach dreht ihr euch wieder so ein bisschen um, dass ihr rüberkommt zu diesem Trampolin hier vorne. Da rüber jumpen. Da drauf.
Und dann seht ihr es schon da oben. Das heißt, ich brauche nochmal kurz das Trampolin. So, sobald ihr da drüber seid, auch wieder mit gedrückter Dreieckstaste hier rüber fliegen zu diesem Collectible Nummer 28. Dann ab zu den zwei letzten ist dann hier, wenn ihr die roten Laden da unten anvisiert, könnt ihr hier runter zu der Straße hier. Und dann hier zu diesem roten Laden. Da rein. Und hier oben ist hier oben Nummer 29. Nachdem ihr dann das auch noch eingesammelt habt, geht ihr hier wieder raus. Hier hinten rüber zu diesem Hochhaus wieder. Nur da in dem Fall dann rechts jetzt dran vorbei. Zu einem Boot, was da steht. Das hier mit dem Mannequin da drin. Da müsst ihr mit auf das Boot springen. So, sobald ihr dann hier seht, fahrt das Ding auch los. Oder fährt das Boot los. Müsst ihr einfach nur kurz abwarten, bis ihr auf einer kleinen Insel seid. Da hinten sieht man hier auch schon die Insel. Da crasht jetzt vielleicht das Boot und haut uns weg. So, wie man das hier sieht, dann einfach kurz nochmal hier rüber, zurück auf die Insel. Und dann so ein bisschen rumgucken hier, weil genau hier ist dann hier das letzte Collectible. Nee, das Baum ist hier. Und ihr habt die Trophy für die ganzen Collectibles. Ja, das war's an dieser Stelle hier mit Goat Simulator Ort. Ja, dementsprechend solltet ihr jetzt die Platin eigentlich haben, wenn ihr alle anderen Guides auch schon befolgt seid. Und ja, wünsche euch viel Spaß damit, ne? Haut rein, vielen Dank fürs Zuschauen, Servus und Ciao.